Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Episode zu Mario Kart Wii Road to 9999 VR. Und wie ihr schon sehen könnt, diese Lobby, in der ich hier drin bin, oder die Lobby, in der ich drin bin, einfach allgemein, die ist ganz schön für ein A. Schaut euch mal die Punkte an. Wenn ich einmal Zweiter werde, verliere ich ja schon 100 Punkte. Das ist klasse, wunderbar für so einen Road to. Des Weiteren, heute gibt es keine Facecam. Der Grund ist nicht, weil ich zu scheu bin, um mich zu zeigen oder so, sondern der Grund ist ganz einfach. Ich weiß nicht warum, aber ich bekomme momentan irgendwie kein Elgato, also kein Elgato-Input auf mein OBS drauf. Ich nehme das hier gerade mit dieser Elgato, ja, wie heißt das, Recording-Software oder sowas auf, und nicht mit OBS. Und hier habe ich also jetzt gerade keine Möglichkeit, Facecam dazu aufzunehmen. Und alles andere würde das so ein bisschen umständlich machen, wenn ich trotzdem versuchen würde, das mit Facecam zu machen und so. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, mich einfach, ja, gegen die Facecam zu entscheiden, weil ich habe so ein bisschen herumprobiert und so, und irgendwie kriege ich kein Elgato-Signal auf OBS gerade. Ich weiß nicht, was das ist. Ich will es jetzt auch gar nicht herausfinden. Das mache ich irgendwann dann mal, wenn ich mal irgendwie wieder Zeit dafür habe. Aber ihr braucht natürlich eine Episode Road 2, gar keine Frage, meine Damen und Herren. Letztes Wochenende ist es ja leider ausgefallen, weil ich da ja ein Pokémon-Schwert, beziehungsweise Pokémon-Schild war es ja, Pokémon-Schwert und Schild, sage ich einfach mal, Livestream gemacht habe, so wie 80.000 andere Personen auf Twitch, keine Ahnung. 80.000 Leute aus der deutschen Twitch-Szene haben sich alle auch irgendwie letztes Wochenende hingesetzt und haben Pokémon-Schwert und Schild gestreamt. So, und darunter auch ich beispielsweise. Oh, natürlich. Aber das Gute ist, ich habe mir schon so eine, ich sag mal, so ein kleines Polster aufgearbeitet. Hoffe ich zumindest. Hamburg. Hamburg heißt der. Nein, ich bin so schlecht. Nein. Nein, das ist 100cc, klar. Natürlich, da kann ich nicht einfach so drüber fahren und komm rüber. Ja, geil. Guck mal, ich werde jetzt zweiter Platz. Gutes Fahren setzt sich eben durch. Und jetzt verliere ich, wie ich es euch sage. Ich verliere jetzt auf jeden Fall. Also, Punkte verliere ich auf jeden Fall. Ob ich 100 Punkte verliere, weiß ich nicht. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich glaube schon, aber nein. Ich denke mal, wenn ich schätzen müsste, 40 Punkte verliere ich. Was schon viel zu viel ist. 23, okay, das geht noch. Leck mir am Arsch, der Hamburg ist der Typ mit 5000 Punkten. Boah, ist das eine Scheiß-Lobby. Vor allem diese Drecks-Lobby wird auch nicht besser oder so. Gerade eben ist, glaube ich, jemand nachgejoint oder ist zumindest in unsere Lobby reingekommen und hat irgendwie 6000 Punkte. Das heißt, die wird ja auch nicht besser. Da werden zwar, oder da kommen zwar mehr Leute irgendwie, aber die haben alle Scheiß-Punkte. Warum komme ich in so eine Lobby? Apropos, Lobby ist eigentlich auch ein ganz cooles Stichwort. Ich habe mal wieder versucht, eigentlich heute Custom Tracks zu machen. Ich habe euch, glaube ich, in der letzten Episode gesagt, ich versuche für die nächste Episode Custom Tracks hinzubekommen. Ja, hat sich herausgestellt, er spielt mal wieder keiner Custom Tracks. Also literally mal wieder keiner Custom Tracks. Es gibt nur eine Lobby mit irgendwie 4 Leuten drin, was mich ein bisschen abgefuckt hat. Also, wir brauchen mehr Europäer, die dieses Spiel spielen. Unbedingt. Wir brauchen einfach mehr Europäer, die auch mal an so einem schönen, vernünftigen Nachmittag irgendwie ein bisschen Mario Kart Wii spielen wollen, ein bisschen Custom Tracks und so weiter rumdaddeln wollen und so. Solche Leute brauchen wir einfach. Komm, jetzt snipe ich. Ah, scheiße. Ja, müssen wir jetzt meine Banane wegsnipen. Nimm zwei mit. Ich habe die irgendwie gewillibankt, kann das sein? Egal. Ich habe auf jeden Fall versucht, Custom Tracks zum Laufen zu bekommen, aber wie gesagt. Aber wie gesagt, die Lobbys waren halt eben nicht voll. Noch eine Blue Shell? Was? Was? Warte, was? Wie hoch ist denn die Chance? Ich krieg. Natürlich, ich krieg eine grüne. Ich snipe die Olle. Ach, schade, nicht bekommen. Du fährst durch das Gras und erwischt mich nicht, Freundchen. Nein, alle Itemboxen weggenommen. Natürlich. Aber der geht nicht auf mich. Was macht der da? Er bleibt stehen. Er bleibt stehen. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, die spielen zu zweit, kann das sein? Weil da ist ja so ein Gast oder so, glaube ich, dabei. Und ich glaube, der Gast ist momentan letzter. Und ich glaube, der Luigi ist stehen geblieben, um... Oh nein, dem Gastplayer irgendwie auf den Sack zu gehen. Oh, danke. Die Fake-Itembox hat mir vielleicht das Leben gerettet. Ich weiß nicht, ob der eine Red Shell hatte, aber ich glaube, die hat... Nein, noch eine Fake-Itembox. Nein, meine eigene Banane. Fahr da rein. Oh, scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Shortcut, natürlich wird er gezogen. Dieser Hamburg darf nicht vor mir kommen. Vor mich, vor mir kommen. Ist doch egal. Das hier ist eine Funky Kong-Strecke, du Arsch. Keine Ahnung, wie der fährt. Der hat auch nur 5200 Punkte, ne? Also kein Wunder. Nein, 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 bitte, die kriegen jetzt alle Items. Nein, ist okay. Eine rote nur, die nicht mehr ankommt. Backspam. Was die Gegner können, kann ich auch. Ich glaube, ich habe keinen erwischt. Irgendjemand... Doch, ich habe den Luigi erwischt auf dem Event. Der ist letzter geworden. Oder? Ist er noch letzter geworden, dieser eine? Also ich meine, das waren zwei Luigis, letzter und vorletzter. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe einen Luigi erwischt. Guck mal, ich werde Erster und kriege 21 Punkte nur. Der Typ hatte nicht mal 6000 Punkte, der reingekommen ist, sondern nur 5000. Alter. Es wurde eine Strecke gewählt, die ein bisschen anspruchsvoller ist und ich hoffe, ich kann daraus irgendwie profitieren. Ich möchte damit nicht sagen, dass ich ein krasser Spieler bin oder so, aber weil die alle halt so wenig Punkte haben, denke ich mal, dass das nicht die besten Spieler sind. Und
auf so einer Strecke, da ist sie so anspruchsvoll, die Strecke? Also ich würde sagen schon, weil es halt so eine, ist halt eine Bowser-Festung, ne? Also die ist ja immer irgendwie so ein bisschen anspruchsvoll für Neulinge. Von daher, ich hoffe, ich kann daraus irgendwie profitieren und die anderen können halt überhaupt nicht fahren. Was geht da eigentlich mit Luigi und dieser, diesem Mädchen da auf der Map? Seht ihr die? Wo sind die denn ganz? Also ich glaube, das sind die, die zusammen da irgendwie spielen oder so und jetzt halt Scheiße machen. Aber ich kann es denen auch nicht übel nehmen, weil ich sag mal, damals, jetzt kann ich so ein bisschen in Erinnerungen oder so schwelgen, damals, als ich dann zum Beispiel Splitscreen gespielt habe, meinen Kollegen, Grüße gehen raus an Aldin beispielsweise, mit dem ich das ziemlich häufig damals gemacht habe, wo wir Mario Kart einfach so übelst bis tief in die Nacht gesuchtet haben mit Splitscreen online. Das war einfach eins der geilsten Sachen. Wir haben nur rumgealbert, wie es auch nur geht und das hat mega gebockt und so. Von daher, ich kann die beiden da schon verstehen, dass sie das da machen. Wäre ich nie nach links gefahren, hätte ich es geschafft. Macht die Daisy das? Ne, die Daisy hat es auch verkackt. oder die hat es gar nicht versucht, kann natürlich auch sein. Aber ich kann da so ein bisschen, wie gesagt, in Erinnerung schwelgen, als ich das mit Aldin immer so gemacht habe, mit Splitscreen, so habe ich auch nur rumgealbert mit ihm. Da gab es so geile Memes. Ein Meme, daran erinnere ich mich noch richtig krass, das wird jetzt wahrscheinlich kein Schwein hier verstehen, der das Video irgendwie hört oder so, aber es gab da so ein Meme, Dodo oder so hieß der. Das war so ein, ich glaube, französischer Spieler, der Mario Kart halt eben damals bei uns in der Lobby halt eben war. Also als ich mit Aldin gemeinsam Splitscreen gespielt habe, war da so ein Dodo und der hat so übelst gelaggt. Also wirklich übelst gelaggt. Und das war das Geilste der Welt, weil den haben wir immer, man muss sich das vorstellen, wir haben den immer erwischt mit so Red Shells oder keine Ahnung, mit einem Stern oder sowas und dann war er auf einmal immer irgendwo anders. Der hat sich immer komplett irgendwo wegteleportiert. Der ist dann, also Vulkangroll nenne ich mich da noch als Strecke, wo das dann war, weil der ist ziemlich häufig runtergefallen, aber nur auf unseren Screens, weil der Typ war eigentlich gar nicht runtergefallen, der hat nur übelst kaputt geleckt und ging uns halt komplett auf den Sack, weil der erwischte uns immer normal, dann haben wir aber eine Red Shell auf ihn zugeschickt und dann war das immer so, dass der sich halt irgendwie komplett von der Range der Red Shell irgendwie komplett wegteleportiert hat und so, was gar nicht ungerecht war oder so, nein, nein. Naja, das sind so kleine Anekdoten, an die ich mich dann noch erinnern kann. Dodo oder so hieß der. Da haben wir immer Scheiße gebaut. Da haben wir dann immer versucht, diesen Dodo zu trollen und so. Wir waren sozusagen also diese Art von Spieler, die keiner haben wollte, Marker Dui. Aber es war halt für uns ganz schön lustig. Ich fahre hier gerade sogar extrem solide die Strecke runter. Darf ich das mal kurz anmerken? Jetzt kommt eine Blutstelle, ich sag's euch. Kaum sage ich sowas, schon werde ich wahrscheinlich verarscht. Na komm. Weil ich fahre gerade echt gar nicht mal so schlecht. So Zeitfahrenrouten fahre ich eigentlich lang. Ich habe mir so einen Ultra-Vorsprung aufgebaut. Wie gesagt, man muss immer bei solchen Lobbys, wo man so sieht, so 5000 Punkte oder sowas, 6000 Punkte, solche Punkte-Range, da musst du immer Strecken nehmen, die so ein bisschen anspruchsvoller sind, weil das kann fast keiner. So. Da musst du halt sowas nehmen wie Regenbogenboulevard, Bowsers Festung, N64 Bowser Festung, Vulkanrollen ist auch gern gesehen bei sowas. Das sind so Strecken alles, die so Anfänger halt eben nicht fahren können, ne? Zack, erster Platz, for the win. Und bis die jetzt im Ziel sind, das dauert ja. Ich glaube, guck mal, die Daisy kommt ja nicht mal hinterher, weil die durch irgendwas durchgefahren ist oder so. Das heißt, wir müssen da jetzt richtig lang abwarten. Na super. Na sieh mal einer an, sie haben es geschafft. Na jetzt müssen auch die Punkte kommen. Bin ich schon sehr gespannt. Plus 20? Plus 21 schon wieder, ja, verändert sich ja nichts, ne, wenn ich von der ersten Runde plus 21 bekommen habe. Wobei, natürlich darf man nicht vergessen, dass die anderen Punkte die Punkte der anderen natürlich auch so ein bisschen am Wechseln sind und so. Von daher, plus 21 wieder ist okay. Wenn wir jetzt in jeder Runde Erster werden und ich immer plus 21 bekomme, gehe ich mit Pluspunkten aus der Lobby. Ist doch perfekt. Ihr werdet es mir vielleicht nicht glauben, aber tatsächlich 4 Leute von den 6, die wir insgesamt sind, haben für Koopa Cup gewählt. Keine Ahnung, was das hier für eine Allianz ist, keine Ahnung, was das hier für eine Bewegung ist oder so, für eine Organisation. Aber 4 Leute von 6 haben hier für Koopa Cup gewählt. Ob das so gut ist für die, ich weiß ja nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass so bei Casual-Spielern diese Map... Ey, eigentlich bin ich auch ein Casual-Spieler. Wobei, es geht hier richtig um Punkte. Bin ich dann noch ein Casual-Spieler? Ich glaube nicht, egal. Für Casual-Spieler ist diese Map eigentlich mega geil. Zumindest mir das damals auch immer aufgefallen. Die wurde richtig häufig genommen online. Ich weiß gar nicht wieso. Ich mag diese Map einfach nicht. Die fährt sich so blöd, wie ich finde. Keine Ahnung. Die ist mir ein bisschen zu wonky. Deswegen mag ich auch Bergland nicht gewonnen. Ich glaube, ich hatte ja mal, wer die Tierlist noch nicht gesehen hat von mir, ich habe mal so eine Mario Kart Wii Tierlist gemacht. Streckentierlist. Wer es noch nicht gesehen hat, auf meinem YouTube-Kanal befindet sich eine Playlist, die heißt Tierlisten. Und dort könnt ihr einfach reinschauen. Dort ist die Mario Kart Wii Streckentierlist, wenn ihr euch das mal interessiert. Auf jeden Fall habe ich da, glaube ich, Koopa Cup auch so niedrig platziert und Bergland beispielsweise auch wegen so einer Wonkiness, also wegen so einer, du bouncest halt irgendwie viel rum und, ach keine Ahnung, die Map ist einfach so unstimmig, ich mag sie nicht, ich mag Koopa Cup einfach gar nicht. Die Musik ist ganz cool, die ist funky, es gibt sogar tatsächlich mal so einen Mod, ich habe mal überlegt, das mal als Surprise in eine Mario Kart Folge einfach mal so reinzuschleichen und so zu tun, als wäre nichts los. Es gibt nämlich so etwas, das heißt Ali A Koopa Cup. Ihr kennt ja noch vielleicht das Meme von Ali... Wie hoch bin ich denn da jetzt geflogen?
Das Meme von Ali Ace Intro. Und es wurde eine Strecke gemacht, oder besser gesagt, es wurde so eine Mod. Keine Ahnung, ist das eine Mod? So ein Visual- und Musikmod, sage ich jetzt mal. Für diese Strecke hier, wo dann die Ali A-Musik gespielt wird, während man auf dieser Strecke fährt. Plus, diese gesamte Strecke ist voll mit Ali A's Logo. Und wie gesagt, ich hatte mal vorgehabt, das mal irgendwie als Gimmick, so als Überraschung, Surprise oder sowas mal in eine Episode einfach mit einzubauen und so zu tun, als wäre die Strecke komplett normal. Wäre ganz lustig, habe ich bis jetzt aber noch nicht gemacht. Ja, shame on me und so. Ich habe sie nie heruntergeladen, die Mod, und habe sie noch nicht verwendet. Das ist jetzt auch schon, glaube ich, mehr als ein halbes Jahr her oder so, als ich das als Plan hatte. Oh Gott, ich komme nicht über die Rampe. Und Pau natürlich hinterher. Kommt noch eine Red Shell? Komm schon. Ich weiß auf jeden Fall, dass Luigi jetzt gerade unterwegs ist und dabei ist, mich irgendwie zu überholen. Ich habe mir so einen heftig geilen Abstand zu dem zweiten Platz natürlich aufgebaut. Nein. Vorhin kamen zwei Blue Shells direkt hintereinander. Wenn ich jetzt sehe, dass da Blitz kommt, dann erwarte ich eigentlich, dass da gleich wieder eine Blue Shell kommt. Was mein Glück wäre. Aber ich habe eigentlich wieder mal einen ganz guten Vorsprung, wie ich finde. Ich habe einen ganz guten Vorsprung. Der erste Platz, weißt du, ist meine City und so. Solche Lobbys habe ich mir auch mal verdient, wo einfach nur da nicht so gute Spieler halt eben da sind, die nicht so wirklich um Punkte spielen und so, sodass ich einfach mal Punkte bekomme. Und dann werde ich höchstwahrscheinlich, ach, so wie ich mein Glück kenne, wahrscheinlich beim letzten Rennen oder so, werde ich komplett ernst verarscht und dann werde ich letzter und verliere 400 Punkte oder so. Ich meine, die haben alle 5000 Punkte. Ich will es gar nicht jinxen. Ich freue mich einfach, dass ich wieder Erster geworden bin. Ist dann wahrscheinlich so eine gechillte Runde heute, müsste man schon fast sagen, ja, in dieser Episode. So müsste man das, man muss auch mal solche Episoden haben. Ich weiß, ihr Zuschauer, und ich weiß, wie satanistisch ihr seid und so, und ihr wollt eigentlich immer, dass ich komplett ernst verarscht werde, sodass ich rumbrülle wie der letzte Gorilla. Klar, kann ich auch verstehen, aber wir müssen auch mal solche ruhigen Runden haben. So, plus 21 schon wieder, ist okay, hey, ne, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber immerhin komme mit den Punkten nach vorne. Einer hat uns tatsächlich verlassen, das heißt, wir sind auf 5 Leute. Das bedeutet, wenn ich jetzt erster Platz werde, bekomme ich wahrscheinlich plus 4 Punkte. Höchstwahrscheinlich. War Luigi Arena. Ja, die Strecke ist ja ganz in Ordnung. Man hat sie an der Tierlist auch gesehen, wo ich sie gerankt habe. Mal schauen. Ich weiß auch gar nicht, wer gegangen ist. Wenn das echt der Typ ist mit den 6000 Punkten, der gegangen ist und so weiter, dann wundert euch nicht, wenn ich auf dem ersten Platz Minuspunkte bekomme. Ich könnte das auch noch Mario Kart sogar zutrauen, dass ich echt Minuspunkte bekommen könnte für den ersten Platz, wenn die wirklich echt niedrige Punkte haben, die Leute in der Lobby und so weiter. Ich könnte es einfach dem Spiel wirklich zutrauen. Was ist diese Green Shell eigentlich da gewesen, die mich so krass verfolgt hatte? Dass sie nicht irgendwo abgeperlt ist oder so? Interessant, naja. Immerhin 150 CC. Wir hatten also das Glück gehabt, dass 150 CC dran gekommen ist, obwohl hier alles voll ist mit, ja, Low-Punkten, Leute und so weiter. Was die sich wohl denken, dass ich in der Lobby bin? Weil ich meine, das sind ja welche, die albern rum und so weiter. Was denken die sich wohl? Ey, der Langweiler, ne? Ey, der fährt Funky Kong Bowser Bike, Alter, der tryhardet voll rein. Voll das Opfer. Fährt die ganze Zeit vorne hinweg, das muss doch voll langweilig sein. Wahrscheinlich denken die sich irgendwie so ein Quatsch oder so. Was weiß ich, was die sich da denken. Wir sehen auf jeden Fall, Luigi existiert nicht mehr, sondern Waluigi. Fitting zur Waluigi Arena. Wahrscheinlich ist der Typ, der mit Waluigi jetzt auch hat, wahrscheinlich derjenige, der auf Waluigi Arena gewählt hat und direkt seinen Wunsch erfüllt wurde. Wobei es hat auch wirklich nur ein einziger für Waluigi Arena gestimmt. Ich die ganze Zeit für Bowser Festung, weil wie gesagt, ich gehe nach dieser Strategie. Das sind nicht die besten Spieler, das nutze ich auch schamlos aus. Weil ich meine, die haben ja auch eine schöne Zeit, wenn sie auf Bowser Festung spielen, oder? Rein theoretisch. Ich meine, klar, dann fallen sie halt eben oft runter oder irgendwie sowas, aber immerhin. Weil wenn sie zu zweit spielen, denkt euch das mal so, die spielen ja zu zweit am Splitscreen oder sowas. Und dann, ihr kennt das ja von damals oder so, wenn ihr mit euren Freunden spielt. Dann fällt einer in die Lava rein oder so, du siehst das auf seinem Bildschirm und lachst ihn dafür aus. Das ist doch auch was Lustiges, oder nicht? Also keine Ahnung, vielleicht denke ich da irgendwie als einzelne Person und diese Meinung habe auch nur ich, kann natürlich auch sein, muss. Aber wenn zum Beispiel ich dann, ja, wir kommen nochmal zur Anekdote zu sprechen, als ich mit Aldin damals immer Splitscreen. Also es war klar, dass eine Blue Shell irgendwann kommen muss. Ich habe wieder mal so einen Abstand. Ich nehme wieder die Anekdote mit Aldin. Da war das dann auch immer so, wenn er irgendwo runtergefallen ist, weil wir zum Beispiel Regenbogen Boulevard oder sowas gespielt haben, dann habe ich immer zu ihm geguckt, zu seinem Bildschirm, habe dann ihn angeschaut und habe ihn einfach ausgelacht halt. Weil es ist halt so, es ist dieser Banter zwischen Freunden und so. Das macht man halt so. Naja, solide runtergefahren mal wieder. Boah, es ist eine langweilige Episode, ey. Ich sehe schon kommen so. Boah, Marcel, die Episode ist total langweilig. Du wirst die ganze Zeit Erster. Überhaupt keine Spannung drin. Ja, ich habe mir solche Episoden auch mal verdient. Nach der Scheiße, die sonst immer passiert ist hier in diesem Projekt und so. Deswegen wird diese Episode heute auch so extra lang werden. Nein, keine Sorge. So extra lang wird sie dann nicht werden. Ich fahre jetzt noch so meine 2-3 Rennen oder sowas und dann habe ich wahrscheinlich genug Punkte erstmal gesammelt, damit ich in den nächsten Episoden mal wieder komplett verarscht werden kann. Ja, seht ihr, plus 17 nur noch. Ach du Scheiße. Wir sind nur noch zu dritt. Was ist das denn? Und Spiegel kommt als nächstes. Na, immerhin. Ist ja wie 150 CC, nur dass die Map umgedreht ist.
Man hat es, denke ich, mal gut gesehen. Wir haben jetzt nur noch 3 Spieler in dieser Lobby. Jetzt bekomme ich wirklich Minuspunkte für den ersten Platz. Ich sehe schon kommen. Wir spielen schon wieder Geisterteil. Nur mit einer Veränderung. Erstens 150 cc und zweitens ist halt Spiegel. Also wir fahren jetzt schnell. Das heißt, ich kann den hier machen, ohne dass ich runterfallen muss. Und ich muss halt so ein bisschen anders herumdenken und so. Dieser Simon Crowell, der da irgendwie dabei ist. Oder Cowell, oder? Ja, Cowell. Der Typ hat 6300 Punkte oder sowas. Fährt mit seinem Mii. Und hat eine Red Shell für mich. Aber die wehre ich natürlich ab, wie ich es auch einfach kann. Wer ist eigentlich dieser Mii da unten? Ganz alleine, oh Gottchen. Tut mir schon so ein bisschen leid, muss ich wirklich gestehen. Kann es sein, dass die... Also die spielen noch was... Ah, wobei. Nee, dieser Mii, der da rumfährt, ne? Also das Mii-Mädchen, sag ich mal, das da rumfährt und so. Das scheint nicht das Gastmädchen gewesen zu sein, was wir in der Lobby gesehen haben. Weil ich glaube, der Typ, der mit ihr eigentlich zusammen gespielt hat und so weiter, ist, glaube ich, gar nicht mehr in der Lobby oder so. Ach, was weiß ich, interessiert mich doch sowieso nicht. Ich hole mir hier meinen ersten Platz und dann meine Punkte irgendwie ab. Und ich hoffe, dass in der nächsten Runde mehr Leute als 3 Leute nur dabei sind. Das wäre ganz schön blöd, wenn wieder nur 3 Leute da sind. Come on. Ja, erstmal Minuspunkte gleich abzwacken, oder was? Wehe, du wartest jetzt vor der Ziellinie. Fahr einfach durch. Fahr einfach durch. Oh mein fucking Gott, Mann. Es ist so nervig für Leute, dass man... Oh, lustig, ich warte auf dich, bis du kommst. Oh nein, du bist gerade da. Jetzt fahre ich kurz rein. Plus 10 Punkte. Plus 10 Punkte. Und als Abschluss bzw. Vollendung des Videos gibt es nochmal DK's Dschungelpark. Einer der schlechtesten Maps. Auf Spiegel. Wir sind zu viert aber. Das ist schon mal eine ganz gute Nachricht. Dann bekomme ich jetzt plus 12 Punkte. Warum auch nicht? Wir haben mal wieder Luigi in der Lobby. Auch ganz schön. Vielleicht spielen sie doch zusammen. Ah ne, wobei Gas ist ja gar nicht da. Wir haben jetzt 2 Leute mit 6000 Punkten auf jeden Fall in dieser Lobby. Also vielleicht kriege ich ja doch plus 13, nicht plus 12. Man wird es ja sehen. Naja, wie gesagt, ich habe mir auch mal so eine Episode verdient, wo ich auch einfach mal Punkte sammeln kann. Relativ safe, relativ entspannt und so. Weil, wie gesagt, ich sag's euch, wie es ist. In der nächsten Episode, da brauche ich ja gar nicht mal, da brauche ich gar nicht überlegen. Es wird genau so ablaufen, dass ich in der nächsten Episode wieder komplett von oben bis unten hindurch verarscht werde. Sodass ich dann irgendwie, keine Ahnung, in einer Folge 500 Punkte oder sowas verliere. Es wird so sein. Es wird so sein. Dann werdet ihr satanistischen Drecksleute dann erstmal befriedigt. Oh mein Gott. Ich hasse diese Strecke. Habe ich das schon mal erzählt? Ja, habe ich aus dieser Tierlist. Ich hasse diese Strecke. Die ist wirklich, wirklicher Bullshit. Ich hoffe, dieser Funky Kong, der hier auch absolut tryhardet, so wie ich. Okay, ich kriege den schon. Ich habe jetzt wirklich damit gerechnet, dass ich eine Fake-Item-Box bekomme. Deswegen wollte ich eigentlich gerade sagen, so, ich hoffe, der bekommt keine Red Shell. Aber tatsächlich ist mir Fortuna ein bisschen hold. Und gibt mir dann tatsächlich doch eine Green Shell. Ja, wer hätte damit gerechnet? Ein Blooper. Mensch, welch eine Gefahr für uns. Wobei, dieser Funky Kong könnte echt eine Gefahr werden. Wenn sie das nämlich schaffen, da hinten diese Mii und Luigi, keine Ahnung, Konstellation, die sich da hinten irgendwie befindet. Wenn die es hinbekommt, eine Blue Shell zu bekommen, überholt er mich. Ach Mann. Warum ist hier auf einmal ein Tryharder drin? Wer bist du überhaupt? Wer bist du, wenn ich fragen darf? Oh mein Gott, ey. Das ist, glaube ich, wirklich der Neue. Oder die neue, keine Ahnung, ich will jetzt hier keine Gender assume. Hat auf jeden Fall keinen Pilz, glaube ich. Sonst hätte Shortcut gezogen. Warum holt der auf? Hallo, was ist das denn? Warum holt der auf? Hallo? Und jetzt sag mir nicht, der hat eine Red Shell bekommen oder so, weil er noch irgendwie kurz vor dem Fake-Item-Box oder sowas das Ganze bekommen hat. Ich weiß doch jetzt schon, dass die jetzt gerade, Luigi oder diese Mii, da jetzt gerade irgendwie eine Blue Shell bekommen hat aus den Item-Boxen, die da waren. Der mich dann überholt. Boah, eine Red Shell. Boah, hab ich ja ein Glück, dass ich eine Banane habe. Ich hoffe, der bekommt jetzt nicht noch eine Red Shell. Oh, ich kriege eine Green Shell. Immerhin. Ist der Struggle over? Kriege ich den ersten Platz oder kommt jetzt gleich noch eine Blue Shell? Oder irgendwie, keine Ahnung, Blitz mit rote Kombi oder so. Weißt du was? Ich bin ein Arschloch. Boah, ich hab's. Ich hab's. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Warum holst du so krass auf? Boah, irgendwie geschafft. Ich wollte gerade sagen, der wartet auch vor der Ziellinie oder so, bis die beiden da kommen. Und wehe, die tanzen da jetzt rum da hinten. Ne, der Typ hat eine Kanone, oder? Hat er einen Bullet Bill? Ne, der hat einen goldenen Mushroom. Bitte fahr einfach durchs Ziel. Dankeschön. Sehr schön. Oh, mal gucken. Plus 17. Und damit war es für die heutige Episode, meine Damen und Herren. Nicht so spannend heute, ich weiß, tut mir wirklich leid, aber immerhin Punkte gesammelt. Wartet auf die nächste Episode, dort werde ich wahrscheinlich komplett wegverarscht. Bis dahin, ich wünsche euch noch was. Tschüss, Kostin, bye bye. Macht es gut.